Willkommen zur nächsten Folge von Space Astronomy und ja genau, wieder anfangen zu singen, ne? Hier ist gerade Nacht, sehe ich gerade, super. Ich habe mich eigentlich gerade eben schon mal hingelegt, so damit jetzt hier schon Tag ist, aber okay, dann halt nicht. Ich war nochmal ein bisschen farmen und jetzt dürften wir uns eigentlich ganz problemlos hier unsere, unser Zellchen bauen, ne? Vorausgesetzt, wir nehmen euch das richtige Terminal, ne? So, irgendwas fehlte da, ich weiß nicht mehr, was es war, ja, wir nehmen das. Wir hatten 5, also brauchen wir noch 3 davon. Glaube ich. Oder? Ja, haben wir. So. Passt. Und jetzt das Gerät hier, ne? Und da. Und jetzt stellten sie fest, oder ich stellte fest, dass ich jetzt nichts zum Aufladen habe. Ja, gut. Hab ich tatsächlich nichts. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann habe ich den hier mal aufgeladen. Oder kann man das da drin aufladen? Ich weiß nicht, erstmal den Quest abholen, den habe ich schon mal geguckt. Ja, Climb Rewards, ist sehr schön. Den kann ich da jetzt quasi reinfinden. Jetzt habe ich quasi 80 Blöcke um diese Basis drumherum. Auch ME-Zugriff, sofern... So, ist verbunden. Ja gut. Wie kam ich da jetzt Energie rein? Wie habe ich das letzte Mal immer gemacht? Und habe ich das denn immer gemacht, das Teil? Das ist jetzt, ich muss überlegen, wie habe ich das Ding denn immer mit Strom gefüllt? Wo ist der Enderman? Wo? Oh, ist weg. Nicht gut. Tja, ich bin wieder mal müde. Ich bin irgendwie dauermüde mittlerweile, also ich weiß nicht. 24,7 müde und der ist irgendwo hier unten drunter. Na, dann kann er auch da bleiben. Ich habe keinen Bock nachzubuddeln. Trotzdem habe ich dann dieses Ding immer aufgeladen. Was ist denn das Ding? Wer ist denn das Teil? Das ist doch eins von den, von Thermal Expansion, oder nicht? Oh Gott, wie habe ich das denn immer gemacht? Energetischer Entfundierer, so heißt das Ding. Das Ding ist das. Oh boy, ist ja gar nicht teuer. Habe ich noch irgendwas Leadstone-mäßiges? Leadstone habe ich nicht, gut, das ist immer was Neues. Die Dinger brauchte ich besonders nicht craften. Was habe ich denn davor? Noch nichts, außer das hier. Das kriege ich auch noch schnell hin. So, zweimal Kupferrad. Nee, nicht du. Der hier. Ein Zinnkasten kriege ich auch noch gerade so hin. Was brauche ich hier? Eine Leadstone-Zelle. Sollte auch drin sein. Das ist das Gerät eigentlich schon quasi. Ja, ist es. Und jetzt müsste ich das irgendwo an Strom klemmen und dann dürfte da so voll krass Strom rauskommen, glaube ich. Also, so ist der Plan. Okay, Enderman ist doch näher als gedacht und es lädt auf. Okay. Ja, mach mal voll. What? An welcher Wand hat der sich hier verkrochen? Ich meine, ich weiß ja, dass hier manche Wände irgendwo hohl waren, aber. Dass hier ein Enderman reinpasst, das wüsste ich aber. So hohl waren die eigentlich nicht, die Wände. Na naja, egal. So lasse ich jetzt hier ein schönes Leben machen an seiner Wand. Will ich ihn jetzt auch gar nicht bei stören. Ich hatte andere Sorgen. Und zwar. Mal schon den zweiten Kristallpump-Dingen hier. Naja, egal. Kann man ja mal hinstellen. War hier noch irgendwas drin? Nein, gut. Das heißt, wir brauchen jetzt quasi hier. Oh. Subnetworks. P2P-Tunnel. What? What? Ein Subnetwork. Okay, das ist mir jetzt auch neu. Das habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht. P2P-Tunnel. Oh. Tunnel ME, aha. Gut. Item, Licht, Druck, RF. Moment, EU. Item, Licht, Flüssig, ME. Aha. Gut, das ist jetzt nichts Besonderes, glaube ich, vom Crafting-Preis her. Das sieht relativ einfach aus. Wobei, eigentlich hatte ich jetzt überlegt, die nächsten Folgen mal so ein bisschen mit, alle möglichen uns zu beschäftigen. Und zwar erstmal quasi jetzt Strom besorgen. Weil wir ja Strom brauchen. Konstruktion, ne? Konstruktion. So, zweimal bitte. Sprich, 2 Dias. Diamante, ja! Geil. Ich finde das ziemlich schrecklich, dass ich dauerhaft im Game bin, wenn ich aufnehme. Ich bin auch zu voll, das rauszuschneiden. Sad life. Nein, ich wollte erstmal jetzt ein bisschen Strom besorgen noch, weil das ja hier oben noch alles ganz sauber läuft. Sehr gut, der zieht unten gerade den Dings raus. Aber, ja, gut. Ja, lol. Ja, gut, hier zieht doch. Ne, das ist auch wieder fertig. Hä? Achso. Ein Zinnober, so.
weil ja hier quasi überall der Strom langsam knapp wird, deswegen wollte ich jetzt mal als nächstes vielleicht Strom machen, sprich die besseren Solarpanel, weil wir haben ja schon quasi zum Nachteil gesammelt gehabt und bla 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 bla. Dann wollte ich mich darum kümmern, dass wir quasi die Endermans farmen können, dann können wir die quasi auch nochmal herstellen, die Solarpanel, quasi eine Endlosschleife danach bauen. Silizium. Silili. Wo haben wir Silili? Haben wir noch Silili? Ja, da haben wir noch Silili. Silili. Ich würde. Silili. So, haben wir hier voll. Eins und zwei. So. Moment, so. Die Dinger können da rein, ne? Also, wir nehmen natürlich den reinen Fluix-Kristall. Wo sind wir denn hier? Fluix-Kristall. Wir nehmen natürlich den billigen. Soweit das geht. So. Jetzt haben wir hier ein Tunnel. Super. Das war's wieder. Ah, gut. Starting Autocrafting. Okay, das ist eh. Das müssen wir eh nichts mehr machen. Das heißt, das ist, da sind wir jetzt quasi am Limit angekommen, wo wir hin wollten. Solarpanel. Denn ich hatte mal schon mal vorbereitet ein paar Nuggets hier vorne. Das heißt, wir können jetzt quasi damit mal echt anfangen. Also quasi mal die ersten hier machen. Da müssen wir jetzt drei von haben, glaube ich. Also eine ziemlich blöde Anzahl. Quarzglas fehlt. Okay. Muss das wirklich Quarzglas sein? Es muss. Gut, wenn ich das jetzt aber nicht habe, was mache ich dann sagen? Kann ich denn auch Quarz? Muss das echt Quarzglas sein? Och komm. Gut, dann machen wir uns erstmal schnell eine Legierungsschmelze. Legierungsschmelze, so. Ich wollte gerade sagen, weh, die kostet jetzt sogar mit Dash, Alter, ohne Witze. Dann raste ich aus. An den Zeiten erinnern wir uns alle noch ganz tragisch, ne? Die Geschichte damals in Galactic Space, nee, Galactic Science, wo wir dann immer für eine blöde Maschine 4 oder 5 Dash brauchten und dann immer also so ein World Travel gemacht haben, weil wir immer irgendwas brauchten und dann immer dafür irgendwo hinreisen mussten. Waren keine schönen Zeiten. So, ja. Was schmelzt der mir jetzt? Ich habe ein mieses Gefühl, wenn er das schmelzt. Das kann eigentlich gut gehen. Solarpanel. Ja, lassen wir mal eben schnell machen. Währenddessen gehe ich mal draußen einfach wieder YOLO-mäßig meine XP-Büsche abernten. Ich meine, warum nicht, ne? Kann man ja machen. Ich müsste meinen ganzen... Alter, die wachsen ja schneller nach, als ich sie aufessen könnte. Böse XP wären. Ja, die sind da schon wieder. Also wir könnten ja manchmal einen großen Tank reinpacken, weil die ganzen kleinen Tanks da vorne eigentlich ziemlich schwachsinnig sind, weil... Da ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis in keiner Relation, in keiner logischen. Weswegen wir eigentlich mal eben kurz uns eine Ladung Eisen schnappen könnten. Einen Kessel bauen. Zwei Dingsplatten und dann daraus uns einen Barrel bauen. Rip, rip, rip. Und dann quasi die XP, die wir haben, da einfach reinpumpen, weil ja, der Dekorativwert ist jetzt hier auch voll. Sprich, wir parken uns einfach die Barrel hier irgendwo, legen dann ein Gitter drauf und stellen fest, dass es nicht geht. Es geht doch. Ich wollte gerade sagen, das muss eigentlich gehen, das habe ich letztes Mal auch gemacht. Na gut, diese Logik ist auch etwas fragwürdig. Es muss gehen, weil es schon mal funktioniert hat. Merkst du selber, aber was soll's, ne? Wir lassen uns gerade mal das XP abtanken, hier ist noch Blut drin. I. Ja, spannend, ne? Ja, wir können es mal angucken, ne? Es ist spannend, ne? Ja. Yeah. Der Tintenfisch da oben. Böser Tintenfisch. Ganz böser Tintenfisch. Und wir sind leer. Sehr schön. So, dann enttäuscht mich nicht. Sehr gut. Braves Gerät. Hast mich nicht enttäuscht. Boah, dieser Enderman, wo ist er? Er ist halt direkt unter mir. Hier ist doch Keller drunter. Was ist er doch? Hat der Sack hier einfach Erde reingeparkt? Ich glaub's nicht. Oh. Hä? Hä? What the fuck? Oh nein, sag ich nicht. Hä? Moment, das kann ja nicht sein, dass das hier keine Channel mehr frei hat. Hä? What? Wieso sind denn nicht verbunden? Okay. Gut, also kannst du eigentlich nicht erzählen, dass der jetzt hier keine Channel mehr hat, weil da hängt doch nur eins, zwei. Moment, nein, da hängt doch nur eins, zwei, drei, vier,
Boah, ich denke, der Rest auch noch dran. Das zählt vielleicht doppelt, ne? Ah, der rechte ist von Core aus, ne? Haha. Ja gut, eventuell müssen wir hier ein paar Kabel austauschen, dann dürfte der gehen. Habe ich noch, ich habe sogar noch welche hier, ne? Ja, komm, weißt du was? Dann rein aus Testwecken machen wir mal hier 1, 2, 3, 4, 5 Kabel weg und machen wir da die Dance-Wellen hin, weil... Okay, sind doch schon... Ach, na gut, das sind doch so viele gewesen. Dann müsste der jetzt im Keller eigentlich funktionieren. Genial. Gut, der will da scheinbar jetzt nicht mehr hin. Dann Trick 17, kann man das hier sehr schräg setzen? Nee, geht auch nicht. Ja, toll, jetzt muss ich erstmal mal ein neues Kabel setzen, oder was? Super. Ja, komm, hat da ein neues Kabel hin. Kann ich mit leben, so. Nochmal. So, jetzt müsste der da unten eigentlich wieder angegangen sein, oder? So. Der Zugriff. Der jetzt auch wieder. So, Problem gelöst. Das waren scheinbar die Channel voll. Das kann durchaus passieren. Was wollte ich eigentlich craften? Ich wollte ein Solarpanel craften, ne? Ich habe doch gerade das Quarzglas da reingetan. Och komm, erleuchtetes Quarzglas. Euer Ernst? Quarzglas, her damit. Ab in den Keller. Nicht den Keller, der Keller. Dieses Gerät, ey, das macht mich wahnsinnig. Naja, während das Gerät mich da wahnsinnig macht, kann man hier nebenbei mal eben schnell gucken, ob wir noch Beine mehr finden. Bis dann unsere Fabrik angelaufen ist, weil bis dahin kann es ruhig noch 2-3 Folgen dauern, so wie ich mich kenne mit der Geschwindigkeit. Ja, wobei. Ich glaube, am längsten dauert eh die Verkabelung nachher wieder und der Aufbau des Raums. Rein theoretisch könnten wir die Geräte jetzt schon craften, brauchen einfach nur einen Grinder, also ein Mahlwerk und 2 Spawner. Das ist ja eigentlich alles. Und glaube, die Spawner waren teuer, aber ich habe alles da. So, der Ersatzstrom ist immer noch da. Dann, wobei erstmal vielleicht doch erst eine Solarzelle fertig haben. Das wäre so ganz schön für das Ende der Folge gleich. Ja. Oh. Fortgeschrittene Photovoltaikzelle. Na gut, danach haben wir jetzt nichts mehr dafür da, aber immerhin eine haben wir schon mal. Das ist ja schon mal viel wert. Und ich habe das Gefühl, das trenne ich doch besser mal voneinander ab, weil sonst ist der Strom nachher hier weg. Na gut, das Schöne ist, ich habe halt quasi jetzt einfach am Anfang direkt kein Limit, was Strom betrifft, weil mein Strom kommt direkt schon vom Dach her, von der Sonne. Das ist das Schöne, ne? Sonst war es immer so, dass man erst quasi mit der ersten Folge Kohle gebunden war und dann überall Strom brauchte und man da nichts hatte. Das war ja immer so blöd, aber in dem Fall ist es ja so, dass man quasi den Strom einfach so hat. Das ist ja relativ praktisch eigentlich, weil man ja quasi in dem Sinne dann keinen Verbraucher mehr hat. Ne, keinen Verbrauch hat, weil Sonne ist ja unendlich vom Strom her. Was hast du hier? So, bevor jetzt gleich hier zum ersten Mal die erste Batterie komplett leer ist, laden wir sie wieder auf und nehmen einfach oben wieder einen Strom nachpumpe. Ich meine, dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Naja, eigentlich müssten die jetzt auch wieder anspringen hier. 53%, eigentlich müsstest du doch angehen. Gerät hier. Okay, hier gibt mir Strom, das ist gut. Was machst du? Du lädst dich auch wieder auf, ne? Nee, er lädt sich immer noch ab. Was? Alter, wie viel Strom schluckt das Teil hier unten bitte? Oh ne, es hat schon geschluckt. Gut, dann... Das hört sich an, hat schon geschluckt. Was schluckt denn dann den Strom hier? Ach, der hier hat doch bestimmt den hohen Verbrauch, ne? Naja, lassen wir mal so lange noch weiterlaufen. Das Ding laden wir auch nochmal hier in der Steckdose auf. So, lädt auch nochmal auf. So. Apropos, kriege ich nochmal ein Solarpanel hin? Würde das rechnerisch überhaupt funktionieren, wenn ich es noch eins machen würde? Oder habe ich da gar nicht genug Sachen für? Ich glaube, daran fehlt es dann gleich, ne? Habe ich noch eine der Perlen? Okay, ich habe noch zwei erst. Das wird dann nur reichen, okay. Ja, komm, noch eben schnell eins. Dann haben wir quasi schon mal zwei fertig. Das ist ja dann immerhin der Schnitt. Ein guter. Ach ja, wir können ja jetzt hier wireless den ganzen Scheiß reinschmeißen. Nein, warum nicht, ne? I nach Buchstaben? Nein. Natürlich nach Nummer. Und ja, ich setze mich hier gerade mal ein bisschen bequemer hin, weil... Ich bin so ein bequemer Mensch, ne? Ich muss bequem sitzen, sonst klappt das nicht. Alles da? Nein, der Solarplatten hier, das Ding hier, wie heißt das hier? Oh.
Aber das kann auch bestimmt pulverisen, oder? Rein aus Logik her müsste das doch gehen, ne? Oder? Ich will gar nicht wissen. Sag einfach ja. Sag einfach ja oder nee. Es geht. Siehste? Ist doch gar nicht so schwer. Mach das doch mal direkt. Und ich sehe, die Folge ist jetzt eigentlich schon zu Ende, aber ich will jetzt dieses eine Ding noch haben. Dann habe ich zwei Solarpanel-Dinger geschafft und dann ist auch gut für heute. Und dann geht's morgen weiter. So. Tageslicht. So. Und noch eins. Habe ich noch ein Energiekabel? Ne, habe ich nicht. Gut. Aber ja, nochmal, die waren doch mit Blei und mit Redstone, oder nicht? Oh, wie gehen diese Kabel? Energiekabel, wie heißt die denn? Nein, nicht dahin. Nein. Ja, mach am besten alles kaputt. GG. Sehr gut, ja. So, hat keiner gesehen, war nie kaputt. Ich suchte. Gehärtete Energieduct. Nein, ich will die ganz normale haben, die billige. Ein Glas mal wieder, ne? War klar irgendwie, dass da wieder irgendwas kommen muss, was so easy ist, was so simply nervig ist, aber egal, so. Bei Hand kann ich auf den ganzen Strom noch transportieren, der da rauskommt. Oder haben wir gleich wieder Engpass, weil der Strom einfach nicht durchkommt, weil er zu krass ist. Lol, ist jetzt auch auf dem hier unten gelandet. Ey, sag mal, was frisst denn hier den Strom, wenn hier oben kein neuer Strom reinkommt? Kabel sind doch voll. Moment, der zieht doch hier den durch, oder? Gibt nach unten ab, ne? Der zieht von oben rein. Der lässt sich aber auch nicht, lustigerweise. Toll. Na egal, guck ich mal, was daraus wird. Nächste Folge sehen wir dann weiter, was daraus geworden ist. Und, was? Salpeter, oh. Krasses Zeug. Ach ja, weil der hier auch im Ziehen ist. Na egal, lass mal machen, dann bis nächste Folge. Da geht's dann weiter und ja, bis dahin noch einen schönen, was ist heute? Heute ist ein Donnerstag, glaube ich, ne? Einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.